18. September war ein idealer Tag, um um den Greifensee herumzusickeln. Also der Uli, nicht ich. Wenn er jetzt bloß noch wüsste, was er anlegen soll. Ein sportliches Outfit ist, glaube ich, doch besser als Lederhosen. Aber nicht im Ernst, oder? Bravo, er hat es geschafft. Währenddem der Uli einen Haufen Energie verbraucht hat und sogar noch dafür zahlt, habe ich unsere Elektrokutschen am Bahnhof in Jona abgestellt und die hat dort ihre Batterien wieder geladen. Und zwar gratis.